Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für Jedermann, Frau und alles dazwischen. Ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Ich hatte Bock heute, ich hatte gestern Bock und ich hatte Bock den Tag davor. Von daher dachte ich, okay, komm, wenn du gerade im Fluss bist, warum nicht einfach die nächste Folge direkt aufnehmen für euch? Und ich habe heute was mitgebracht, wo ich glaube, dass euch das ja wirklich gut gefallen wird und dass ihr dabei auch was mitnehmen könnt. Was mich, wie immer, zu den ersten zwei Sachen bringt, nämlich, ihr Lieben, wenn ihr denn was mitnehmen könnt, wovon ich stark ausgehe, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlassen könntet, wenn ihr kommentieren würdet, damit wir in den Austausch kommen. Dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, ist natürlich klar. Ja. Wenn ihr das Ganze auf sozialen Plattformen teilt und zu guter Letzt einem Freund oder einer Freundin das weitergebt, weil ich sag's ja immer wieder, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Natürlich das Ganze nur, wenn ihr hier irgendwie ein bisschen, ja, Value bekommt von mir. Wenn ich Müll laber, den ihr nicht gut findet, dann fair enough. Ja, dann braucht ihr es auch noch logischerweise die ganzen Dinge nicht machen, aber ansonsten würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Kurz eine Sache noch, was war beim letzten Mal, das sage ich ja auch jedes Mal wieder, beim letzten Mal hieß die Episode Du bist genug. Hört da gerne mal rein. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Es ging einfach so ein bisschen darum, sich hin und wieder mal in den Kopf zu rufen, dass es nicht immer nur höher, schneller weitergehen kann, ja, sondern dass man auch manchmal einfach sagen muss, hey, ich bin genug. So, aber ich will da nicht zu viel verraten. Schaut selber rein oder hört selber rein. was habe ich heute für euch mitgebracht? Das Thema der heutigen Episode, ihr Lieben, nennt sich Balance ist Key. Die letzte Folge ist so ein bisschen die Basis für das, was wir heute haben, ja, und es unterscheidet sich aber dennoch aus meiner Sicht. Grundsätzlich ist der Aufhänger wieder derselbe, ja, ich denke und ich glaube, das seht ihr sehr, sehr ähnlich, dass unsere heutige Welt einfach extrem schnell ist, ja. Alles soll immer schneller, 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 schneller werden, auf Knopfdruck passieren, man hat keine Geduld mehr, die Leute können nicht warten. Ich kenne es ja von mir selbst, ich bin ein unfassbar ungeduldiger Mensch, ne? Das ist echt abnormal. Und ich will das alles immer jetzt sofort und gleich und so weiter und so fort, aber ich denke, da bin ich nicht der Einzige. Das ist in unserer heutigen Zeit, glaube ich, völlige Normalität. Um ein Beispiel zu nennen, früher hat man einen Brief mit einer Brieftaube irgendwo hingebracht oder irgendeinen Boten losgeschickt, der einen Brief von Hamburg nach, keine Ahnung, Paris gebracht hat. Ja, dafür hat er dann 21 Tage gebraucht, weil er zu Fuß unterwegs war, so ungefähr. Und heute machst du eine E-Mail, tück, das Ding ist in gefühlt 2 Sekunden auf der anderen Seite der Welt. Ist logisch, dass dann die Leute ungeduldiger werden. Ja, und dass man eben immer im Kopf hat, alles muss schnell, schnell, schnell. Wir müssen immer weiter, 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 weiter. Und das führt eben dazu, dass man unterm Strich, ich weiß nicht, ich gehe auch da wieder stark davon aus, dass es bei euch ähnlich ist, haut gerne mal in die Comments rein, dass man dadurch eben unausgeglichener wird, beziehungsweise die Gefahr besteht, dass man unausgeglichen ist. Ne? Weil man immer unter Stress ist, weil man immer unter Druck ist und deswegen bin ich der Meinung, dass Balance eine der wichtigsten Dinge ist, die man sich aneignen sollte und für die man kämpfen sollte in seinem Leben. Weil wenn man das nicht hat, ja, dann kriegt man richtige Probleme. So. Und das ist eben mit dem Namen dieser Episode gemeint. Ja? Man sollte, und ich habe mir hier aufgeschrieben, warum ist das eben wichtig? Naja, es ist deswegen wichtig, was ich sagte, weil ihr eben wirklich ja, in Probleme geraten könnt. Geistig und körperlich vor allem. Also beides. Ne? So, wenn ihr unausgeglichen seid, dann dreht ihr irgendwann völlig ab. Ihr werdet völlig irre. Ich kenne es von mir. Wenn ich unausgeglichen bin, dann denke ich nicht mehr klar. Dann bin ich launisch. Dann kacke ich andere Menschen an, dann, weiß ich nicht, passieren mir Fehler, das auch, ja, bei der Arbeit oder privat, und so weiter und so fort, also die Liste ist ewig lang, so, und ihr kennt das mit Sicherheit von euch selbst, dass ihr das auch habt, so, und am Ende des Tages schadet man sich, also schadet man erstmal
anderen damit häufig, ja, und man schadet damit dann auch sich selbst. Wenn du anderen schadest, schadest du dir definitiv auch so. Und selbst wenn du anderen nicht schadest, schadest du dir trotzdem, wenn du nicht, ja, ich sag mal, ausgeglichen bist. Ne? Das ist ja die deutsche Übersetzung für Balance. So. Und ich lerne, umso älter ich werde, umso mehr lerne ich, Balance in meinem Leben zu schätzen. So. Und ich glaube, dass das bei euch sehr, sehr ähnlich ist. Ich habe mir hier notiert, dass es vor allem deswegen so wichtig ist, weil das Leben sonst einfach gar keinen Spaß macht. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das so eine Sache, wenn man immer aggro durch die Gegend rennt, ja, und irgendwie auf Zinne ist, wenn man es mal so sagen darf, und nicht ausgeglichen ist und Balance kein Key-Produkt in eurem alltäglichen Leben ist, dann macht es auch einfach keinen Spaß. So, dann hat man keinen Fun und ja, irgendwie ist das unschön. So. Entsprechend ist natürlich die Frage, was ist zu tun oder was sollte man tun? Und ich gebe euch mal so meine 5, 6, 7 Sachen, die ich so mache. Ich meine, das ist jetzt nicht das Rad hier neu erfinden, was ich jetzt erzählen werde, aber jeder hat da ja so seine eigenen Methoden, um, ich sag mal, wieder ausgeglichener zu werden, beziehungsweise diese Balance in sich zu finden. Ich fange mal an, ich bin ein ganz starker Verfechter von Sport. Das hat einfach biologische Hintergründe, dass Sport uns ausgleicht. Das kann man auch nicht abstreiten, das ist so. Und wenn es uns körperlich ausgleicht, dann gleicht es uns auch automatisch geistig aus. Es in den aller wenigsten Fällen, wenn ich Sport gemacht habe, bin ich danach immer noch aggro, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag hatte, ja, und nicht ausbalanciert bin. Das passiert aber wirklich einmal von 100 Malen. Und das meine ich auch so, wie ich sage. Im Regelfall fühlt man sich nach dem Sport immer besser, immer ruhiger, immer entspannter. Egal, was man gemacht hat. Wenn man es natürlich, ich sag mal, so ein bisschen rumdümpelt, dann natürlich nicht. Es geht halt schon wirklich darum, ordentlich Sport zu machen. So. Und es hat, ich gehe jetzt nicht auf die ganzen Benefits von Sport ein, ich sag nur, das ist eben biologisch einfach Fakt. Deswegen ist das meine Nummer 1, also meine persönliche Nummer 1, um wieder Balance ins Leben zu kriegen. So. Das zweite, und da probiere ich mich und trainiere ich selber, ist Meditation. Ich sehe, dadurch, dass ich das jetzt öfter und öfter mache und in meinem Leben wirklich versuche zu integrieren, sehe ich die Vorteile ganz groß darin. Es funktioniert noch nicht so, wie ich persönlich das möchte, ja, dass wenn ich meditiere, dass ich danach super ausgeglichen bin. Das klappt, gefühlt ist es da genau das Gegenteil. Das klappt vielleicht 1 von 10 Mal, ja. Aber je mehr Bücher ich lese und je mehr ich darüber höre, merke ich und erkenne ich, dass das ein tolles Tool ist, um Balance im Leben zu bekommen. Ja? Und entsprechend habe ich das jetzt erstmal so an Position 2 gesetzt für mich. Gibt natürlich noch zig andere Dinge. Und Nummer 3 bei mir wäre, rauszugehen in die Natur. Ihr Lieben, ich weiß nicht wieso, aber ich persönlich finde, dass das etwas ist, was für sich selbst spricht und völlig, ja, natürlich ist, weil wir sind Teil dieser Welt, dieser Erde, wir sind Teil der Natur, ja, schon immer gewesen, dass wir uns einen Kosmos gebaut haben als Mensch, ja, der nicht mehr so natürlich ist, wenn man sich Städte anguckt, wenn man sich anguckt, wie wir lebt und so weiter und so fort, das ist ein völlig anderes Thema, aber eigentlich, da wo der Typus Mensch herkommt, ist er total verbunden mit der Natur. Entsprechend, und ich denke, das wird bei euch ähnlich sein, wenn man sich länger draußen irgendwo wirklich in der Natur befindet, und damit mache ich nicht eine halbe Stunde, also selbst das hilft ja manchmal, eine halbe Stunde spazieren gehen kann helfen. Ne? So, aber wenn man wirklich ein paar Stunden mal irgendwo ist, draußen im Wald oder an irgendeinem See oder am Meer oder wie auch immer, ja, es geht einem immer besser danach, immer.
So. Klar, auf einem Montagabend ist es vielleicht, wenn man irgendwo in einer Großstadt wohnt, ziemlich schwierig, irgendwo in die Natur zu kommen. Bin ich total bei euch. Aber das ist das, was ich meine. Vielleicht mal eine halbe Stunde draußen spazieren zu gehen, kann auch helfen. Ja? Wenn ihr allerdings die Chance habt, wirklich in der Natur zu sein, dann nutzt das. Definitiv. Hilft eigentlich immer, um ein bisschen Balance zu bekommen. Ich habe mir noch was aufgeschrieben, was die meisten wahrscheinlich sehr, sehr spannend finden, aber hey, funktioniert eigentlich ja, so ziemlich immer. Ja, ist vielleicht einfach mal ein bisschen Liebe mit eurem Partner machen. So, das ist eine wunderschöne Sache und kann auch dabei helfen, einfach wieder so ein bisschen in Balance zu kommen. Ne? Das nächste für mich ist, und das ist sehr unkonventionell, dass man, jetzt nehmt euch in Acht, einfach mal brüllt, einfach mal schreit und die Dinge rauslässt. Dass ihr das vielleicht nicht in eurer Wohnung macht, ja, wo eure Nachbarn das mitkriegen, wenn ihr rumbrüllt wie ein Gorilla. Ich meine, ich mache es trotzdem beim Sport, ja. Ich glaube, meine Nachbarn denken sich jedes Mal, was ist denn das für ein verrückter Freak? Aber gut, da müssen sie durch. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mal irgendwo draußen seid, auch da wieder in der Natur oder sonst was, ne, dann und einfach mal losbrüllt, das ist unendlich befreiend. Was ihr auch machen könnt, nehmt euch ein Kissen, ja, und brüllt in euer Kissen, wie so ein beknackter sonst was, wie ein Freak, ne? Aber ich sag euch, wenn ihr das mal für eine Minute gemacht habt und so laut da reinbrüllt, wie es nur geht, danach fühlt ihr euch ausgeglichener. Ist so. Ich kann euch nicht sagen, woher das kommt. Wahrscheinlich lässt man dadurch einfach seine Aggression ganz normal raus, ähnlich wie beim Sport, ähnlich wie bei anderen Sachen. Aber das ist, da kann eine halbe Minute, Minute oder 2 Minuten brüllen in sein Kissen oder wie auch immer. Das kann unendlich viel helfen. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Ist klasse. Probiert es mal aus. Nächster Punkt, den ich hier habe, auch extrem unkonventionell. Ihr Lieben, ihr könnt manchmal, und das ist wahrscheinlich in den aller seltensten Fällen bei jedem von uns so, ja, manchmal hilft auch Weinen. Denkt ihr jetzt, was? Wie? Ja, naja, hin und wieder hat die Unausgeglichenheit nicht damit was zu tun, dass man so unendlich aggro durch die Gegend rennt, sondern die Unausgeglichenheit kann auch sein, dass man vielleicht wirklich einfach extrem traurig ist oder super mies gelaunt oder man mega hart von irgendjemandem anders, sei es jetzt im Beruf oder in der Partnerschaft oder in der Freundschaft, abgefuckt wurde, ja, und einem das extrem wehtut. Auch das ist eine Form der Unausgeglichenheit. So, und manchen Menschen hilft es, wenn sie einfach mal ein paar Tränen lassen. So. Bei mir persönlich, ihr wisst, harter Gorilla und so, ne? ist das natürlich nicht so. Nein, ich mache Scherze. Also, aber grundsätzlich ist es ernst gemeint, ne? Manchmal hilft das schon. Bei den meisten wird das wahrscheinlich nur so sein, wenn wirklich extreme Dinge passieren, ne? Und das ist auch klar, wenn irgendwie beispielsweise jemand gestorben ist oder so, sei es die Oma, sei es irgendwer anders, ja, oder irgendein harte Schicksalsschläge eintreffen, dann ist das wahrscheinlich das Mittel der Wahl. Wie sagt man? Mittel der Wahl? Na, ihr wisst, was ich meine, ne? Also man greift dann dazu. So, aber dem einen oder anderen, es gibt Menschen, die sind etwas emotionaler und die können auch so, wenn es ihnen mal schlecht geht, einfach ein paar Tränen lassen und dann geht es ihnen besser. Völlig in Ordnung. Ne? Wie gesagt, unkonventionelle Sache, aber ähnlich wie das Brüllen und Schreien kann man das machen. So. Und zu guter Letzt, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, und das finde ich am allercoolsten, ehrlich gesagt, weil es am vielleicht wirklich auch unkonventionellsten ist und etwas ist, wo keine Sau dran denkt. Einfach schlafen. Tudum. Kein Scheiß, Leute. Wenn ihr, ich weiß, wenn man irgendwie mega aggro ist, ist es schwierig zu schlafen. Oder wenn man mega traurig ist, auch schwierig zu schlafen. Oder in irgendeiner anderen Form unausgeglichen ist, ist das nicht einfach. Aber ist euch mal aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ihr geschlafen habt, ihr dann aufwacht und euch eigentlich immer irgendwie ausgeglichener und besser fühlt? Ist halt so. Das ist auch wieder eine ganz natürliche Sache, ne? Der Körper fährt runter, der Geist fährt runter. So, es wird aufgeräumt in Körper und Geist und danach wacht man auf und sei es eine Stunde, sei es nach 3 Stunden, sei es nach 8, sei es nach 15 Stunden. Danach wacht man auf und es geht einem besser. So. Und
Entsprechend ist das auch eine Alternative, wenn ihr die nutzen könnt. Ne? Ihr könnt auch ein super Powernap machen in der Mittagspause. So. Auch eine Sache, die man tun kann. Ich glaube, ich habe euch hier jetzt ein bisschen Input gegeben, was man so alles machen kann, um ein bisschen Balance ins Leben reinzukriegen. Unterm Strich will ich aber eine Sache sagen, und die ist extrem wichtig. Extrem wichtig. Ihr kriegt das nicht dadurch, dass ihr abwartet. Wenn ihr wartet und rumdümpelt und nichts tut, dann werdet ihr nicht ausgeglichener. Sondern es hat was mit, und da bin ich ja der extremste Verfechter von, immer und immer und immer wieder predige ich das, es hat was mit Aktivität zu tun, mit Machen zu tun. Ihr werdet nur ausgeglichener, wenn ihr die Dinge macht und umsetzt. Nichts dieser ganzen Sachen, die ich hier gerade genannt habe, ist etwas, wo man passiv ist, außer das Schlafen. Ja? Auch da muss man sich zu zwingen, vielleicht manchmal, ne, um zu schlafen. Aber ansonsten sind das immer aktive Dinge. Wenn ihr Ausgeglichenheit haben wollt, müsst ihr aktiv was dafür tun. Ansonsten wird das nichts. Ansonsten werdet ihr weiter den ganzen Tag aggro durch die Gegend rennen, traurig durch die Gegend rennen oder sonst irgendeine Form. Und das Leben, und das ist das, was ich eingangs sagte, wird euch dann keinen Spaß machen. Also tut aktiv was dagegen. Ja? Um das Ganze heute abzuschließen, immer, wie immer mit einem Beispiel, für mich eine Form oder die beste Form, sagte ich ja, für mich persönlich ist Sport. Ja? Und ich war gerade im Urlaub auf Fuerteventura. Surfen. Mittlerweile mein Lieblingssport. Das verbindet logischerweise mehrere Formen. Ne? Es verbindet die Natur, es verbindet Frische von Wasser, es ist Sport, ja, man ist draußen in der Sonne und das Gefühl, euch zu beschreiben, wie ausgeglichen und wundervoll man sich dabei fühlt, ja, das ist kaum zu beschreiben. So. Und für mich ist das perfekte Beispiel dafür, dass wenn man aktiv was daran tut, ja, und sagt, hey, ich mache jetzt Urlaub und ich liege nicht nur faul rum. Auch das kann helfen manchmal. Ne? Überhaupt keine Attacke an irgendwelche Leute, die sich einfach nur an den Pool flitzen. Ganz und gar nicht, kann man auch machen. Aber für mich persönlich ist das Beispiel des Surfens das beste Beispiel. Weil man da einfach komplett frei ist. Die Gedanken sind nur bei dem, was man da tut. Man ist draußen in der Natur, frische Luft, Wasser, Sonne, Aktivität, und wenn man dann 2, 3, was auch immer Stunden im Wasser ist und dann da rausgeht, das ist wie, ihr fühlt euch wie ein neugeborener Mensch. So. Und das soll eigentlich nur zeigen, deswegen nutze ich sie auch als Beispiel, dass dieses aktive Tun, ja, und das für sich zu nutzen, einem eine Ausgeglichenheit gibt, die ihr nicht bekommt, wenn ihr nichts tut. So. Also denkt mal darüber nach ein bisschen. Und ja, ich hoffe, ihr Lieben, wie immer, dass ich euch ein bisschen zum Nachdenken anregen konnte. Wenn dem so ist, ihr wisst, was ihr zu tun habt, teilt das Ganze. Wenn das völliger Crap war, den ich hier geredet habe, auch okay, dann braucht ihr es natürlich nicht teilen. ansonsten würde ich sagen, wie immer, ihr wisst, ich habe euch alle lieb, ich wünsche euch nur das Beste und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.